Ich hatte euch letztes Mal gefragt, welches Filmprojekt ihr mal wieder sehen wollt. Da hat SpongeBob haushoch gewonnen, wie man sieht. Und natürlich dürft ihr euch jetzt einfach mal auf ein paar schöne Folgen von SpongeBob freuen. Aber nicht vergessen, dieses ist eine Pilotfolge. Das heißt, wir gucken, wie es ankommt. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr es mir gerne mit einem Like oder einem Abo zeigen. Und dann gibt es in Zukunft solche Formate öfter. Ja, hallo, ist da die krosse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ja, hallo, ist da die krosse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ja, hallo, wo ist da die krosse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ich bin doch keine krosse Krabbe. Du, der Laden heißt hier so. Oh, Walfischdreck. Du, Patrick, weißt du, wie man einen Delfin mit Unterhose auf dem Kopf nennt? Nee. Slipper. Oh, nicht traurig sein, SpongeBob. Ich erzähle dir meine Geschichte. Setz dich hin. Ob mir das hilft? Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Er war so hässlich, dass alle um ihn herum gestorben sind. Ende. Das hat mich jetzt nicht aufgemuntert. Du, Patrick, ich habe mich letztes Mal bei meiner Oma beschwert, dass das Brot, was sie mir gegeben hat, viel zu hart ist. Da hat sie mir gesagt, in meinem Alter hätte sie sich drüber gefreut über so ein Brot. Da habe ich ihr gesagt, ja, in deinem Alter war das Brot ja noch frisch. Na, SpongeBob, hoi, hoi. Tada, hoi, hoi. SpongeBob, na, da. Tada, hoi, hoi. Na, SpongeBob, hoi, hoi. Wichser, tada, hoi, hoi. SpongeBob, was ist ein Frosch ohne Beine? Keine Ahnung. Nee, langsam. Du, hallo Patrick, was machst du denn da? Ich habe eine Geheimschachtel. Oh, eine Geheimschachtel. Darf ich da reingucken? Nein, da darf nur ich reingucken, denn es ist meine Geheimschachtel. Nein, das ist mein Geheimnis, da darf nur ich reingucken. Aber wir sind doch beste Freunde, Patrick. Außerdem, das hier ist nichts für einen Schwarm, der nichts für sich behalten kann. Na komm, Patrick, lass mich da reingucken. Das hier ist mysteriös, geheimnisvoll. So wie meine Gedanken, so mysteriös und komplex. Oh Mann, Patrick. Zum Glück geht er weg. Dann können wir uns noch einmal das peinliche Foto von der letzten Weihnachtsfeier angucken. So viel heute hier zu SpongeBob. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Zeig's doch gerne mit einem Like oder einem Abo, dann gibt's in Zukunft noch weitere solche Folgen. Aber ansonsten war's das hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann hören wir oder sehen uns bestimmt wieder zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.